Am 15.03. vor etwas mehr als 15 Wochen veröffentlichten wir unser letztes Video. Das war natürlich keineswegs das Ende von Raumzeit, eher eine Art extreme Krümmung durch externe Umstände. SARS-Coronavirus 2 führte zu extremen Einschränkungen in allen Lebensbereichen, so auch in unseren. Während einige YouTube-Kanäle dankbar die Corona-Welle ritten, tauchten wir unter, um mal bei der Metapher zu bleiben. Christoph kämpfte in Doppelschichten an vorderster Front im Krankenhaus gegen Corona, ich selbst gegen die Langeweile meiner drei Kinder und für Homeschooling. Produzieren durften wir nicht, dafür hätten wir Bundesländergrenzen überschreiten müssen. Und da Christoph täglich mit dem Virus konfrontiert war, hatten wir vereinbart, zum Schutz der Kinder den Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren. Mittlerweile hat sich die Situation zumindest oberflächlich etwas entspannt. Es gibt keinen aktiven Fall in Christophs Krankenhaus und nur eine Handvoll in unseren Landkreisen. Raumzeit ist also wieder da. Wir beginnen mit unseren Videos gleich am Sonntag und, etwas untypisch für unseren Kanal, mit einer Reihe zu den großen Pandemien der Menschheit. Dabei wird uns vor allem folgende Frage interessieren. Warum sind Pandemien erfolgreich und werden sie mit steigender Weltbevölkerung und fortschreitender Globalisierung immer gefährlicher? Die Antworten, die werden für euch vielleicht etwas überraschend ausfallen. Natürlich liegt unser Fokus weiter auf dem Weltraum und dem Futurismus. Bereits in Vorbereitung haben wir daher Episoden zur Lichtgeschwindigkeit, zur Zeitreise. Wir wollen erläutern, warum Fast Radio Bursts allen Clickbait zum Trotz ziemlich sicher keine Signale von Außerirdischen sind und warum unsere Vorstellung von Zeit möglicherweise nur eine Illusion ist. Wie lassen sich Biosphären im All erzeugen? Wie sehe eine Weltraumschlacht wirklich aus? Und natürlich, was gibt es Neues rund um das Fermi-Paradoxon? Bleibt dran, es wird ganz sicher spannend. Wir danken euch für eure Geduld, allen voran unseren Patrons, besonders natürlich unseren galaktischen Overlords, Markus Tröster, Max, Michael, Apollon, Robert und Alvarez Sebastian. Ich bin Ronny, Raumzeit ist zurück und in diesem Sinne 42.